Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Video, also zu meinem ersten richtigen Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Frischer Fischer und begrüße euch hiermit. Ich habe gerade eben eine Folge aufgenommen, also das waren die ersten 12 Spiele, wie ihr auch sehen könnt, das erste unentschieden, das zweite gewonnen und habe bemerkt, dass ich den Ton vergessen habe oder beziehungsweise vergessen habe aufzunehmen. Deswegen hoffe ich, dass es sich jetzt sozusagen erledigt und ich aufnehme, weil ich jetzt absolut keine Lust habe. Sozusagen, das dann nochmal ein drittes Mal zu machen. Und ja gut, die Trainingsinhalten habe ich am Ende sozusagen von der letzten Folge gemacht. Und würde sagen, dass wir jetzt einfach, dass ich euch einfach nochmal erkläre, was jetzt passiert ist sozusagen. Wir haben von Torben Meyer gesagt bekommen, dass wir uns auf unsere Karriere konzentrieren sollen. Aber auch, dass wir vom Bundestrainer, also Joachim Löw für die Nationalmannschaft, beobachtet werden. Und ja, das ist halt Torben Meyer. Er ist irgendwie unser Scout oder Betreuer oder irgendwie so. Wir haben im letzten Spiel schon unser erstes Tor geschossen. Das wird jetzt hier irgendwie nicht angezeigt. Was ich jetzt irgendwie strange finde. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in unser erstes Spiel sozusagen auf Aufnahme. Ich werde mit dem ganzen Team spielen, da ich im ersten Spiel gemerkt habe, dass es einfach viel zu kompliziert Da ich im ersten Spiel halt einfach gemerkt habe, dass es viel zu kompliziert ist, nur mit einem Spieler zu spielen. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Ihr könnt den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt, da ich halt erst, ich sage jetzt mal, 17 Abonnenten habe und gerne auch noch ein paar mehr hätte. Wenn ihr neu seid, wie gesagt, könnt ihr ein Abo da lassen, könnt dem Video einen Daumen nach oben geben und gerne auch die Glocke aktivieren, dass ihr keine Streams und keine weiteren Videos verpasst. Was wollte ich noch sagen? Genau, am Freitag werde ich meine dritte Weekend League das erste Mal live streamen. Ich werde wahrscheinlich so 18 Uhr, 18.30 Uhr anfangen. Muss ich noch gucken, wie es mir von der Zeit her sozusagen passt. Und würde mich über jeden freuen, der vielleicht auch mal nur kurz reinguckt und vielleicht Hallo schreibt oder so. Einfach, dass ich weiß sozusagen, dass ihr das Video geguckt habt. Ihr könnt mir auch gern in den Kommentaren eure Meinung dazu schreiben, wie ihr jetzt mein erstes Video fandet. Also wie gesagt, mein erstes Video. Ich streame jetzt auch nicht mit einem Programm, weil ich mich damit noch dann in dem Sinne zu wenig auskenne. Und werde es dann auch sozusagen dementsprechend auch nicht komplett schneiden können, da ich jetzt halt auf der PS4 oder auch von der PS4 aus nicht die Möglichkeiten habe, das jetzt komplett auszunutzen und nachzuvertonen oder was weiß ich. Und deswegen werde ich vielleicht ein, zwei Cuts setzen oder so an den Stellen, an denen ich mich halt verspreche. Einfach mal zum Ausprobieren. Ihr könnt mir auch gerne negative Kritik in den Kommentaren da lassen, dass ich weiß, ob ich mich noch verbessern kann und wenn ja, wie. Und jetzt gehen Sie über die Flügel. Wenn ihr jetzt zum Beispiel alle nur schreiben würdet, ja, Video ist sehr gut, gefällt uns, dabei ist es aber der größte Müll, sage ich jetzt mal so offen, dann bringt mir das halt in der Hinsicht auch nichts, sage ich jetzt mal, weil
Ich denke, es ist gut, was es dann aber in dem Fall nicht ist. Und ja, wir könnten einfach offen und ehrlich sein. Ich denke, dass ich so weit mit Kritik umgehen kann. Und ja, das war es soweit von dem Punkt. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ich jetzt wahrscheinlich erstmal so, also da ich jetzt das erst mit dem Videos anfange und den YouTube-Kanal auch schon, ich glaube jetzt ein Jahr oder so habe, halt jetzt erstmal nichts mehr hochgeladen habe, werde ich wahrscheinlich so einmal in der Woche ein Video erstmal hochladen, das dann auch so 15 bis 20 Minuten geht. Da dann halt erstmal Karriere sozusagen streamen werde, einfach nur um ein bisschen reinzukommen und mich dann auch in, dass ich mich auch dann zum Beispiel in Sommerferien oder auch in den Pfingstferien noch ein bisschen mehr darüber informieren kann, ob es gute Mikrofone gibt, dass ich auch mal mit anderen Aufnahmeprogrammen aufnehmen kann. Facecam weiß ich jetzt nicht, ob ich das dann als Special, ich sage jetzt mal, falls ich irgendwann mal 1000 Abonnenten knack, dass ich das dann als 1000-Abonnenten-Special nehme, als 100-Abonnenten-Special, was weiß ich. Muss ich halt gucken, ich möchte jetzt auch nicht unnötig Geld in irgendwas rein investieren, was vielleicht dann am Ende doch nichts wird, aus zeitlichen Gründen, aus, ja, zeitlichen Gründen von der Schule aus halt. Und nur, dass ihr Bescheid wisst. Und deswegen rede ich auch gerade noch über meine normalen Kopfhörer, die ich auch beim Zocken anhabe. Deswegen, falls die Mikroqualität schlecht ist, entschuldige ich mich schon mal dafür vorab. Naja, gut, vorab ein bisschen arg früh gesagt. Also Max. Und ja. Wie ihr sehen könnt, heißt, also Fischer Fischer, der Name ist entstanden aus, ich glaube, das ist in der 6. Klasse entstanden, in der Schule aus. Kein guter Pass. Noch von den alten Minecraft-Zeiten. Ich heiße halt Max Fischer mit echtem Namen und wollte halt irgendwie was mit Fischer auch im Namen haben, weil ich den Nachnamen einfach cool finde. Auch wenn es jetzt ein bisschen blöd klingt, wenn man sich jetzt so selbst sozusagen den Namen feiert, aber ich feiere den Namen einfach, ich gebe es jetzt einfach offen zu sozusagen. Hab halt irgendwas gesucht, hab mir dann so gedacht, so, ja, warum nicht, und bin dann irgendwie auf Fischer Fischer gekommen und das war halt von der Namensauswahl her das Beste, was es dann sozusagen zu dem Zeitpunkt gab. Und ja, die 23 halt, ich spiele privat auch AKZ. Lol. Ich spiele halt privat auch Handball, habe halt die Trikotnummer 23, deswegen hat sich das für mich so ergeben. Ja, das war's jetzt auch mit der ersten Halbzeit. Ja, muss mich jetzt erst wieder relativ einfinden und ich sage jetzt mal, das Sprechen vor laufender Kamera und gleichzeitig Spielen ist für mich, wenn es außerhalb mit Freunden ist, auch neu, deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen brauchen, um mich da erstmal einzufinden, weil ich merke schon, dass es nicht das Einfachste ist, weil Konzentration ist da halt schon sehr im Anspruch. Genau, noch weiter über mich. Ich bin 15 Jahre alt, werde demnächst auch dann irgendwann 16. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gehe aufs Gymnasium und besuche gerade, und gehe gerade in die 10. Klasse. Mache jetzt dieses Jahr meinen 10. Klassenabschluss. Es wird gleich den Wechsel geben. Und komme aus Baden-Württemberg. Ja. Flanke bleibt hängen. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren irgendwelche Anregungen zu irgendwelchen anderen Spielen noch einschreiben. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal so den Karrieremodus ausprobieren, ob das was für mich ist. Ich habe davor halt nie wirklich Karriere gezockt. Eigentlich die meiste Zeit so FIFA 15 habe ich Anstoß gespielt und FIFA 17 bin ich dann eigentlich erst so richtig ins Ultimate Team umgestiegen. Dementsprechend sind meine FIFA Skills auch nicht die besten. Was ich schon sehr lange zocke, ist Rainbow Six.
Das Spiel finde ich auch relativ gut. Du spielst auch schon relativ lange. Bin jetzt Level 130. Und ich denke, dass ich dazu vielleicht auch mal irgendwann einfach ein Video bringe. Vielleicht spiele ich dann auch mit einem Freund zusammen, dass ich halt nicht so alleine bin. Muss ich halt gucken, ob ich dann mit einem Freund spiele, der halt auch einen YouTube-Kanal hat. Ist zwar auch nicht so bekannt, aber ja. Einfach nur halt als Abwechslung, weil ich bin von der Plattform YouTube an sich eigentlich relativ begeistert. Relativ recht begeistert. Und hab mir halt mal gedacht, ja, ausprobieren kann man es ja mal. Und ja. Soweit habe ich mir dann gedacht, ich probiere jetzt halt einfach mal das mit, also mit dem Spiel sozusagen, also mit FIFA, das halt erstmal einfach mal aus, weil ich das Spiel halt am öftesten spiel und für mich persönlich einfach wenig falsch machen kann, noch nee, abseits. Tut sich was an der Seite. Und für Ade und ausgewechselt. Okay. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihn hat. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr trainieren, halt Abschlüsse, Beweglichkeit, weil ich merke halt, dass von den Spielen im Verein halt das einfach, dass er halt einfach noch der unbeweglichste sozusagen ist. Das war einfach. Ich weiß absolut nicht, was ich mit dem sozusagen habe. Es tut mir auch leid, wenn ich das jetzt im Video sehr oft sage, aber ich habe mir das mittlerweile so angewöhnt und sagt es so oft. Ja, also jetzt, es kann aber mal sein, dass ich zum Beispiel jetzt mal einen Tag Pause mache damit, aber egal. Jetzt wird's gefährlich. Ja, leg den Ball durch. Da wollte ich ihn eigentlich nicht hin. Na, kann der Abwehrspieler klären, gut gemacht. Ja, mit Flanken habe ich es irgendwie nicht, also das merke ich auch auf Main Account, lol. Das merke ich auch in Idee, Ultimate Team. Mann, was hatten der die ganze Zeit mit Abseits, der Lacazette? Scheibenkleister. Schauen wir an die Seitenlinie, Buschi, wir bekommen jetzt also den Wechsel. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant. Ja, in den Spielen davor lief es besser, das könnte ich jetzt einfach so behaupten. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Da kommt der Pass. Und ich denke, ich würde mich dann, also bei Württemberg haben wir ja Pfingstferien. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt jedem bewusst ist. Und ich denke, dass ich mich jetzt auch nochmal in den Pfingstferien, also in, ich glaube, 4,5 Wochen und auch in den Sommerferien noch ein bisschen mehr mit Schneideprogrammen auseinandersetze. Und vielleicht auch mal einen Freund frage, der sich halt relativ gut damit auskennt. Und auch einen eigenen YouTube-Kanal hat. Schön, wie Sie da die Offensive unterstützen. Und ja, den werde ich einfach mal sozusagen fragen, ob er mir vielleicht da ein bisschen helfen kann. Weil wie gesagt, zur Technik so, ich habe zwar einen eigenen PC, aber ja, ist halt jetzt nicht der beste PC. Es reicht, sage ich jetzt mal so, für die Schule, aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht irgendwelche Spiele auf dem PC spielen und PS4. Ich habe Controller irgendwie eh lieber als Maus und Tastatur. Und falls ich dann, ich sage jetzt mal noch irgendwann ein Gaming-PC oder so, nein, kommt kein Tor. Jawohl. Ein Gaming-PC irgendwann mal zulegen würde. Würde das erstens mal ein bisschen dauern. Ah, Sascha Müller, das gibt's ja auch noch. Schöner Pass. Lauf! Nein, Elfer. Ja! Es gibt wirklich Elfer. Er gibt nicht mehr das Rot. Ja, okay. Nee. Die rote Karte finde ich jetzt ein bisschen überhastet. Geben. Oh mein Gott, war der scheiße geschossen. Oh mein Gott. Ja, Elfmeter für 19 habe ich jetzt auch noch auch irgendwie nicht so aus. Ich bin zwar schon irgendwie drin im Spiel, aber FIFA 18 war halt sehr viel anders. Schieß doch! Ey, das kann doch nicht sein. Ja, aber wie gesagt, Elfmeter muss rein.
War sehr schlecht von mir gemacht. Ja gut, unser Fischer, kann man jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Anwesend war er jetzt eher weniger. FC Thun hat jetzt das zweite Spiel in Folge gewonnen. Das erste Spiel haben sie gegen uns unentschieden gespielt. Also sind wir eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas bekommen. Post. Ja, ich stehe heute in der Startformation. Aber auf jeden Fall, dann bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, dass wir uns vielleicht, wie gesagt, am Freitag beim Stream sehen. Guckt gerne auch einfach mal vorbei. Muss ja nicht lang sein. Und wer bis hierhin geguckt hat, vielen Dank, dass du das Video angeguckt hast. Lass gerne Bewertungen und einen Kommentar da. Falls du noch nicht abonniert hast, kannst du diesen Kanal gern kostenlos abonnieren. Und dann würde ich einfach nur noch sagen, danke fürs Einschalten und ciao.